Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt für Europa, von zunehmendem Nationalismus geschwächt, eine der gewaltvollsten Epochen in der Geschichte. Die Gräuel des Ersten Weltkriegs blieben dem neutralen Spanien erspart. Doch Anfang der 1930er Jahre steigen die Spannungen zwischen der linken Volksfront, den Republikanern und einer Allianz aus nationalistischen Parteien. Im Februar 1936 gewinnen die Republikaner die Wahlen. Unterstützt vom Militär organisieren die unterlegenen Nationalisten daraufhin einen Staatsstreich. Es beginnt eines der dunkelsten Kapitel der spanischen Geschichte. Im April 1939 verkünden die Nationalisten unter General Francisco Franco als Sieger das Ende des Bürgerkriegs. Ein Krieg mit 500.000 Todesopfern. Nun führt Franco ein autoritäres Regime ein und regiert Spanien bis zu seinem Tod im Jahr 1975 als Diktator. Ein Blick auf Spanien von oben zeigt, dass viele Wunden des Bürgerkriegs nicht verheilt sind. Noch immer sind in Spanien Spuren von Francos Diktatur zu sehen. Stadler. José Luis Ledesma ist Geograf und Historiker. Er hat schon an der Sorbonne, der Yale University und der Universität Complutense in Madrid gearbeitet. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem spanischen Bürgerkrieg. Aber dieser Ansatz, der Blick von oben, ist neu für mich. Das ist etwas ganz anderes als die Arbeit in der Bibliothek, in den Archiven oder bei Gesprächen mit Überlebenden. Von Spanisch-Marokko aus startet eine Gruppe von Generälen um Franco am 17. Juli 1936 den Staatsstreich gegen die Zweite Spanische Republik. Unter dem Vorwand, Spanien gegen das Übel des atheistischen Kommunismus zu verteidigen, fallen die nationalistischen Truppen im Süden Spaniens ein. Weitere Einheiten schließen sich den Putschisten an. Nach 3 Tagen nehmen Francos Truppen Sevilla ein und erobern dann einen Großteil Nordspaniens, von Galizien bis Navarra. Das Land wird zerrissen, ein Bürgerkrieg bricht aus. Die faschistischen Regierungen unter Hitler und Mussolini schlagen sich schnell auf Francos Seite. Die UdSSR wiederum versorgt die Republikaner mit hochspezialisierter militärischer Ausrüstung. Franco hält seine Truppen unter dem Dogma einer autoritären Ideologie zusammen und gründet die faschistische Bewegung Falange. Die Putschisten rücken immer weiter vor, bis sie Ende April 1937 im Nordwesten des Landes auf starken Widerstand stoßen. Franco will aber um jeden Preis die strategisch wichtige Stadt Bilbao erobern und ruft seine Verbündeten zu Hilfe. Eine kleine Stadt im Baskenland wird zum Schauplatz einer der grausamsten Angriffe des spanischen Bürgerkriegs. Wir nähern uns Guernica. Es geschah an einem Montagmorgen, am 26. April 1937. An diesem Tag bombardierten deutsche und italienische Luftwaffenverbände, natürlich mit Unterstützung von Franco, die baskische Stadt Guernica. Niemand weiß genau, wie viele Menschen bei diesem schlimmen Luftangriff starben, sicher aber mehrere hundert. Von hier oben kann man sehr gut sehen, dass die strategische Bedeutung von Guernica nicht sehr groß war. Die Stadt bot Francos Truppen nur einen möglichen Zugang nach Bilbao. Die Bedeutung Guernicas war in erster Linie historischer und kultureller Art. Die Stadt war sehr wichtig für die baskische Identität. Mit 5 gewaltigen Luftangriffen machen die deutschen und italienischen Bomber die Stadt dem Erdboden gleich. Als sich die Rauchwolken verziehen, ist Guernica nur noch eine Ansammlung von Ruinen. Doch 2 bedeutende Symbole der Stadt haben der Zerstörung standgehalten. Das ehemalige baskische Parlamentsgebäude und die Eiche von Guernica, unter der Generationen von Königen und Herrschern auf die Gesetze des Baskenlandes schworen. Militärisch und strategisch gesehen hatte Guernica kaum eine Funktion. Aber die Stadt hatte eine große Bedeutung für das baskische Volk.
Luis Iriondo Auretenetea ist 95 Jahre alt. Als die Bomben auf die Stadt fielen, arbeitete er als Laufbursche für eine Bank. Er war damals 14 Jahre alt. Die Bank, für die ich gearbeitet habe, stand dort drüben. Ein Herr hat mich damals begleitet. Wir gingen diese Straße entlang, gingen die Treppe nach oben und kamen auf diesen Platz hier. Wir waren etwa an dieser Stelle, als wir die ersten Bombeneinschläge hörten. Alle, die hier auf dem Platz und auf dem Markt waren, haben sich schnell in Sicherheit gebracht. Ich war damals ja noch klein. Sie haben mich vor sich hergeschoben und mich mitgenommen. Hier sieht man die Sandsäcke in den Schutzkammern, in denen ich während des Angriffs war. Ich kauerte hinter diesen Säcken. Ich habe nicht gesehen, was passierte. Ich habe nur die Explosionen gehört und die Hitze gespürt. Immer wieder kamen neue Flugzeuge. Sie warfen ihre Bomben ab, flogen zurück und gleichzeitig kamen neue. Sie flogen hin und her, 3 Stunden lang, Stunden, die mir unendlich lang erschienen. In der Kirche hatte man uns immer gesagt, wir sollten beten, wenn wir in Gefahr sind. Also betete ich. Ich begann immer wieder von neuem, 100-mal, 200-mal. Aber die Explosionen erschreckten mich immer wieder und ich musste von vorne beginnen. Als ich hinter den Säcken hervorgekrochen kam, war das ganze Dorf zerstört. Guernica war das Herz des Baskenlandes. Mit der Zerstörung will Franco Angst und Terror verbreiten und den Willen seiner Feinde brechen. Guernica hatte etwas mehr als 5000 Einwohner. Für jeden Bewohner haben sie eine Bombe abgeworfen. Die Nachricht über den verheerenden Angriff auf Guernica verbreitet sich schnell in ganz Spanien und sorgt bald in der ganzen Welt für Entsetzen. Guernica wird weltweit zum Symbol für das Leid, das die Zivilbevölkerung im Krieg erleiden muss. Das inspiriert Pablo Picasso zu einem seiner berühmtesten Werke. Sie brachten eine Flut von Feuer, Blut und Tod über uns. Aber uns, die Menschen, haben sie gar nicht gesehen. Denn sie waren ja oben und wir waren unten. Wären sie zu uns heruntergekommen, hätten sie gesehen, wer wir sind. Kinder wie ihre Kinder, wie ihre jüngeren Brüder. Aber so haben sie uns nicht gesehen. Sie sahen uns von oben, wie aufgescheuchte Ameisen, die panisch herumlaufen. Und Ameisen und Menschen können nicht miteinander reden. Heute findet Luis die nötige Kraft und die Worte, um denen zu vergeben, die so viel Leid brachten und ihn seiner Kindheit beraubten. Die Zerstörung von Guernica im Jahr 1937 stellte für Franco einen symbolischen Sieg dar. Sein Streben nach Macht wurde nun noch größer. Im Juni erobern die Frankisten Bilbao. Sie haben jetzt das gesamte Baskenland unter ihrer Kontrolle. Die nationalistischen Kräfte konzentrieren ihren Kampf deshalb von nun an auf den Nordosten des Landes. Von hier oben betrachtet verstehe ich nun genau, was die Zeitzeugen der damaligen Front in Aragonien berichteten. Die Region ist sehr weitläufig und trocken. Es war sehr schwer, eine Verteidigungslinie über 300 Kilometer aufzubauen. Der englische Schriftsteller George Orwell, der durch seinen Roman 1984 bekannt wurde, hat auch ein Buch über seine Erfahrungen an der Front in Aragonien geschrieben, wo er stationiert war. Er schreibt Schmutz, Schlamm, Hitze im Sommer, Kälte im Winter, Scheiße, Langeweile und Elend. Im Spätsommer 1937 gehen die Republikaner zum Gegenangriff über und bringen einige Dörfer und bisher unbesetzte Gebiete unter ihre Kontrolle. Doch die Nationalisten geben nicht nach. Es kommt zu einer der bedeutendsten Schlachten des Bürgerkriegs. Im Sommer 1937 starteten die Republikaner in dieser Gegend, vor allem in der Stadt Belchite, eine Offensive. Sie wollten Saragossa erobern. Hier gab es die schwersten Kämpfe. Am 24. August greifen die Republikaner an.
Zwei Wochen später haben sie die Stadt unter Kontrolle und Belchite ist nur noch ein Ort der Verwüstung. Das sind die Ruinen des alten Ortskerns von Belchite. Was wir von oben gesehen haben, kann man hier unten noch viel besser nachvollziehen. Wir können uns vorstellen, wie es damals war. Die Straßen voller Menschen, die Waren kauften und verkauften, auf den Feldern arbeiteten oder in den Olivenhainen. Bei dieser Kirche, der Kirche San Agustin oder bei vielen anderen Ruinen, könnte man meinen, es handle sich um Gebäude aus der Vorgeschichte oder aus längst vergangenen Zeiten. Aber das ist nicht so. Hier haben vor zwei Generationen noch Menschen gelebt. Einige der Menschen, die heute im neu erbauten Dorf leben, wurden in dieser Kirche getraut oder sogar getauft. Sie sind täglich durch diese Straßen gegangen. Die Republikaner besetzen Belchite 7 Monate lang. Die Stadt ist ein strategisch wichtiger Punkt für die Kontrolle des Nordwestens. Das weiß auch Franco. The Spanish War takes a turn in Franco's favor. With the aid of new planes and equipment, insurgent troops drive through north of Teruel towards Barcelona. Mit der Unterstützung deutscher und italienischer Truppen unternimmt Franco am 7. März 1938 mehrere Angriffe in Aragonien und erobert Belchite innerhalb von 3 Tagen zurück. A key town in the advance was Belchite, and insurgents occupy its ruins. Once again, the civil war appears to be reaching a decisive stage. Belchite nimmt eine besondere Stellung ein. Nicht nur, weil die Kämpfe hier besonders schwer waren, sondern auch, weil Franco als Propagandainstrument und im Sinne des historischen Gedenkens anordnete, dass die Ruinen unberührt bleiben. Das Regime beschloss, in der Nähe ein neues Dorf zu errichten, sodass sich hier bis heute Vergangenheit und Gegenwart vermischen. Was bezweckte er damit? Mit dieser Politik der Erinnerung, die er auch an anderen Orten betrieben hat, wollte Franco zeigen, wie brutal, grausam und zerstörerisch die Roten, die Republikaner, waren. So trug dieses Dorf auch jahrzehntelang im Rahmen der frankistischen Propaganda den Namen Märtyrerdorf. Angetrieben von ihren Siegen in Aragonien und in Belchite, stoßen die frankistischen Truppen weiter vor und nehmen schließlich Barcelona und ganz Katalonien ein. Am 1. April 1939 erobern die Nationalisten auch noch Madrid. Franco erklärt den spanischen Bürgerkrieg offiziell für beendet. Franco besetzt den königlichen Palast El Pardo und erklärt ihn zu seiner offiziellen Residenz. Er lässt sich von nun an El Caudillo, Führer, nennen und erklärt die Falange zur Einheitspartei Spaniens. Am 4. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Doch Franco entscheidet sich für die Neutralität. Denn Spanien muss erst wieder aufgebaut werden. Franco diktiert dem Volk seine Vorstellung von der spanischen Kultur. Er lässt regionale Sprachen und Traditionen verbieten, wie den katalanischen Tanz, und fördert willkürlich andere, wie den Flamenco. Selbst der Stierkampf wird von Franco von Sevilla bis Madrid instrumentalisiert. Der Diktator erhebt ihn zum Nationalsport, in der festen Hoffnung, die Brutalität der Corrida möge die Menschen in ihren Bann ziehen und sie die Grausamkeiten seines Regimes vergessen lassen. Ein Jahr nach dem Ende des Bürgerkriegs lässt Franco als Zeichen seiner Macht eine monumentale Gedenkstätte in die Landschaft bauen, zu seiner eigenen Verherrlichung. Wir befinden uns 25 Kilometer von Madrid entfernt. Hier sehen wir eines der größten Relikte des Bürgerkriegs und der spanischen Nachkriegszeit. Das Valle de los Caídos. Ein gigantisches Mausoleum, das Franco errichten ließ. 20 Jahre lang bauen die Arbeiter an der monumentalen Gedenkstätte. Die meisten von ihnen sind politische Gefangene und Zwangsarbeiter aus Francos Konzentrationslagern.
Das 150 Meter hohe Kreuz wird von 4 Aposteln und 4 weiteren Figuren getragen. Sie verkörpern die hochgelobten Tugenden des frankistischen Regimes. Kraft, Gerechtigkeit, Vorsicht und Mäßigung. Franco wollte eine Gedenkstätte für all jene, die für Gott und Spanien gefallen sind. Das war die erste Funktion des Mausoleums. Fast 33.000 Kriegsopfer wurden hier begraben, manche sogar ohne die Zustimmung ihrer Familien. Nach seiner Einweihung hat das Regime versucht, das Denkmal zu einer Gedenkstätte für die Kriegsopfer beider Seiten zu machen. Aber das ist Franco nie gelungen. Im eigenen Land setzt Franco sich als Alleinherrscher durch. Doch es bleibt die Bedrohung von außen, durch den Krieg in allen Teilen der Welt. 1944 ordnet der Diktator deshalb den Bau eines umfangreichen Verteidigungssystems entlang der Nordgrenze an. Unter größter Geheimhaltung bauen Soldaten 3 Jahre lang tausende Bunker und graben ein Tunnelsystem von der Atlantikküste bis zum Mittelmeer. Das war eine kolossale Verschwendung von Ressourcen, vor allem in der Situation, in der sich das Land damals befand. Spanien war ausgeblutet und lag nach dem 3-jährigen blutigen Bürgerkrieg in Trümmern. Vieles andere und weitaus dringendere musste zurückstehen, weil diese riesige Befestigungslinie errichtet werden musste. Ana López interessiert sich seit ihrer Kindheit für die seltsamen Gebäude, die in den Hügeln ihres Heimatdorfes versteckt sind. Heute verwaltet sie die Bunkeranlage Martinet y Montella. Diese Befestigungslinie entstand aus reinem Verfolgungswahn heraus. Angesichts der Entwicklung des Zweiten Weltkriegs fürchtete man, Nazi-Deutschland könnte Spanien überfallen, obwohl Hitler und Franco bei ihrem Treffen in Onday Zusammenhalt demonstrierten. Doch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde klar, der Feind ist nicht mehr Nazi-Deutschland, es sind die Alliierten. Der Bau dieser Befestigungslinie war deshalb streng geheim. Die Arbeiten begannen im November 1944 und unterlagen dem Militärgeheimnis. Doch diese Verteidigungslinie war eher für einen Grabenkrieg und den Nahkampf geeignet, so wie im Ersten Weltkrieg eben. Wenn der Feind jemals die Grenze hätte überqueren wollen, was er tatsächlich nie getan hat, dann hätte er diese Linie leicht umgehen können, aus der Luft oder vom Meer aus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs richten die siegreichen Alliierten ihre Aufmerksamkeit auf die wachsende kommunistische Bedrohung durch die UdSSR. Francos Ängste zerstreuen sich und er gibt den Bau seiner Bunker auf. Franco hat die Spanier jetzt fest unter seiner Kontrolle. In den frühen 1950er Jahren entscheidet der Diktator, es sei an der Zeit, Spanien für den Rest der Welt zu öffnen und die Wirtschaft zu stabilisieren. Das touristische Potenzial Spaniens scheint für Franco der Schlüssel für wirtschaftlichen Aufschwung zu sein. Und so beginnt er, Großprojekte in die Wege zu leiten. Wir fliegen jetzt über die Mittelmeerküste. Vor allem die Küste von Valencia und die Küste Kataloniens waren Schauplatz einer der größten sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in Zeiten des Franco-Regimes. Pedro Zaragoza, der pro-frankistische Bürgermeister von Benidorm, beschließt, das kleine Fischerdorf an der Mittelmeerküste in ein kleines Wirtschaftswunder zu verwandeln. Ab 1956 wird der erste Bebauungsplan umgesetzt. Zaragoza lässt Straßen verbreitern und Hotels bauen. Bald bevölkern deutsche, niederländische und französische Touristen den neuen Badeort. 1963 hebt eine neue Verordnung die Höhenbegrenzung für neue Bauwerke auf. Benidorm entwickelt sich zu einem regelrechten kleinen Manhattan, ein Symbol für den blühenden Tourismus an der gesamten spanischen Küste.
Innerhalb von etwa 20 Jahren stieg die Zahl der ausländischen Touristen von 1 Million auf fast 30 Millionen. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Denn der wirtschaftliche Aufschwung durch den Tourismus machte die Ungleichheiten zwischen den einzelnen Regionen nur noch größer. Nach 10 Jahren endet das Wirtschaftswunder. Am 20. November 1975 stirbt Franco. Er wird in seinem Mausoleum Valle de los Caídos begraben. Die neue Regierung führt im Zeichen einer Öffnung und Modernisierung der Gesellschaft mehrere Reformen durch. Doch die Kriegsverbrecher werden nie verurteilt. Beim Übergang zur Demokratie scheint das kollektive Gedächtnis bewusst zu schweigen. Erst im Laufe der Jahre, mit der Säkularisierung des Landes und dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, brechen die Spanier langsam das Schweigen der Post-Franco-Ära. Im November 2002 verurteilt das spanische Parlament offiziell die Franco-Diktatur. 5 Jahre später wird das Gesetz der historischen Erinnerung verabschiedet. Dieses unterstützt auch private Initiativen zur Lokalisierung und Exhumierung von Opfern des Bürgerkriegs und des Franco-Regimes. Aus der Luft haben wir einige Spuren des Bürgerkriegs und der Nachkriegszeit gesehen. Aber es gibt noch viel mehr davon. Und gerade diese unsichtbaren Spuren sind wichtig und dürfen nicht vergessen werden. Ganz Spanien ist übersät von anonymen Grabstätten. Berechnungen haben ergeben, dass Spanien nach Kambodscha die meisten Massengräber und Kriegsopfer hat, die an unbekannten Orten begraben wurden. Auf Anregung des Justizministeriums können 120.000 Verschollene identifiziert werden, exhumiert aus 2.591 Massengräbern. Heute arbeiten über 70 Vereine und tausende Freiwillige in ganz Spanien daran, die tragische Vergangenheit des Landes aufzuarbeiten. In dem kleinen Dorf Villarasso im Nordwesten Spaniens wurde erst kürzlich eines der vielen Massengräber entdeckt. Santiago Carcas ist Vorsitzender einer der Verbände, die sich aktiv für die Suche nach den Vermissten des Bürgerkriegs einsetzen. Diese Ausgrabungen haben für ihn und für viele Freiwillige eine ganz persönliche Bedeutung. Ich bin ein Opfer des Frankismus. 16 Mitglieder meiner Familie wurden damals getötet. Wir wissen nicht, wo sie sind, ob wir jemals etwas von ihnen finden. Schwierig. Meine Familie hat viel Hilfe erfahren. Jetzt helfe ich anderen Menschen. Deshalb bin ich hier. Die Ausgrabungen laufen seit einigen Wochen mit Unterstützung der Gerichtsmedizinerin Angela Pinheiro Acción. Sie kann die Funde genau bestimmen. Rechter Oberschenkelknochen, Reste des Beckens. Ein Gürtel aus Leder mit einer Metallschnalle, Stoffreste. Laut der vorliegenden Dokumente wurden in diesem Massengrab 37 Opfer des spanischen Bürgerkriegs begraben. Sie wurden zwischen 1936 und 1949 ermordet. Es sieht aus, als würden sie am Boden kauern. Die Arme sind gekreuzt, so als würden sie sich umarmen. Mit der Machtübernahme der konservativen Partido Popular im Jahr 2011 werden alle staatlichen Subventionen für die Exhumierung von Opfern gekürzt. Das ist eine Schande. Die Regierung will diese Ausgrabungen nicht unterstützen und fördern. Bisher wurden nur knapp 5% der Massengräber ausfindig gemacht. Bei dem derzeitigen Tempo wird es 100 oder 200 Jahre dauern, um alles aufzuarbeiten. Aber wenn die Gräber erst in 100 Jahren geöffnet werden, sind alle Überreste verschwunden. Sie werden so beschädigt sein, dass nichts mehr zu erkennen ist. Eine Identifizierung und DNA-Analysen sind dann nicht mehr möglich. Der Frankismus ist offensichtlich immer noch präsent. Das Erbe des ehemaligen Diktators spaltet Spanien bis heute. Viele halten es für zu früh, um die alten Wunden anzutasten. Doch die aktuelle Regierung unternahm einen Schritt, den bisher keiner zu tun wagte.
Sie beschloss im September 2018, die sterblichen Überreste des ehemaligen Diktators umbetten zu lassen. Eine Entscheidung mit Symbolcharakter. Und ein Sieg für diejenigen, die glauben, dass das spanische Volk erst reif ist für die Zukunft, wenn es Frieden mit der Vergangenheit geschlossen hat.